Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zurück zu Northgard. Hier sind einige Gebäude, die aktuell gerade nicht besetzt sind. Berserker! Da haben wir unseren ersten Helden. Das ist nicht besetzt, das heißt, lasst uns das mal nur mit einnehmen. Und wir können nämlich jetzt sagen, dass die Krieger dem Berserker folgen. So. Das heißt, wenn ich den Berserker irgendwo hinschicke oder anklicke, ne, dann ist er, gehören die zusammen. Und ich muss mal schauen. Ja, das passt. Ja, hier oben haben wir noch was. Mal gucken. Schiffsbau, Verhandlung, verringerte Marktplatzpreise. Legendäre Held verbessert den Angriff eures Kriegshäuptlings um 50%. Da wir jetzt ein bisschen auf Krawall getrimmt sind, was macht er hier eigentlich? Warum hat er nichts zu tun? So, Krawall gebürstet, nicht getrimmt. Gehen wir mal hier noch rüber und holen uns noch das Gebiet. Zufriedenheit passt soweit auch noch ganz gut. Jetzt können wir schon 14 Krieger in einer Garnisone haben. Jetzt müssen wir dann aufpassen oder aufhören mit Gebiete kaufen, weil wir sonst keine Nahrung mehr haben. Wir kriegen aber jetzt auf jeden Fall von Händlern kriegen wir 19 plus. Das heißt, wir sind bei 10, also nur, ne? Das ist gut. So. Okay, Gebietsverlust hier, ne? Jawohl. Da müssen wir noch mal warten. Können wir das angreifen? Ne, das geht nicht. Also Gebäude direkt können wir nicht zerstören. Die gehen nur kaputt, wenn wir das Gebiet eingenommen haben und sie draufstehen und dann wir das Gebiet nicht kaufen. Da wir aber jetzt nicht so viel Geld haben, nicht so viel Nahrung, ja, können wir das auch nicht hinzukaufen. Aber das ist nicht so wild. Uns geht es erst wirklich mal nur um den Gebietsverlust. Er hat sich nämlich hier ganz schön ausgebreitet, der Kollege. Der Berserker ist ein bisschen langsamer. Okay, und weiter können wir gar nicht. Wir haben nämlich, wo ist denn der Speer? Haben wir noch einen Speer irgendwo? Bauerspeer? Wo treibt er sich rum dort? Das gehört ja dem auch noch, sehe ich gerade. Das ist weg. Wieso folgen die dem nicht mehr? Alle hier drauf auf das Ding. Boah, das ging aber echt schnell jetzt. Okay, der Speer. Der ist fast soweit, ein neues Gebiet zu entdecken. Na toll, das ist ein Gebiet, was nicht unserem Kollegen gehört. Dann entdecke mal bitte für uns das hier. Weil das könnte vielleicht der Hauptposten sein. Ah, da kommt hier, da kommt der Kollege an. Hä? Hä? Doch jetzt. Ich
habe mich gerade gewundert, warum das, warum der plötzlich abgehauen ist. So, 28 von 34 Kriegern, Bewohnern. Und da können wir mal noch zwei Krieger herstellen. Oder uns kaufen. Die schicken wir mal gleich hier noch mit hoch. Und er entdeckt hier, der Speer, jetzt hoffentlich das nächste Land. Sein Gebiet geht hier wirklich komplett hier einmal drumrum, ne? Die Silos, Ratten, müssen wir mal aufwerten. Das ist sogar schon aufgewertet. Und hier hat man noch irgendwo ein anderes Silo. Ne, hat man nicht. Gut, brauchen wir auch erstmal nicht. Es ist schade, dass wir halt nicht, dass wir nicht in das Gebiet reinkommen, ne? Es geht nur, wenn halt ein Speer dort steht. So. Neun Krieger und ein Berserker. Ich habe aber 10 Krieger. Ah, warte mal. Hier steht noch einer rum. Ah, cool. Habt ihr gesehen? Sehr gut. Passt perfekt. Der Kollege ist ja noch am Spähen und gucken und machen und tun. Was soll er mal machen? So, jetzt sind wir bei 10 Kriegern und einem Schaf. Das Schaf ist das Dolly, das Pfannschaf. Das wird uns halt quasi den Tag versüßen. Gott, was erzähle ich hier? Okay. Los geht's. Nee, okay. Dann bitte mal das entdecken. Hier wird es wahrscheinlich auch nicht sein, aber wir werden auf jeden Fall das Gebiet einnehmen. Er hat auf jeden Fall ein größeres Gebiet an uns jetzt verloren. Und sobald er quasi mit seinen Kriegern dann halt ein Gebiet wieder einnehmen möchte, dann würde ich meine Leute dort wieder hinschicken und das Gebiet zurückerobern. Selbst wenn wir es nicht für uns kaufen, sage ich jetzt mal, reicht es schon aus, um ihn halt etwas zu schwächen. So, hat's geklappt. Hier müssen wir noch warten. Der Handelsposten. Hier können wir aufwerten. Ne, das geht nicht. Da brauchen wir noch Stein. Das heißt, warte mal, wir haben irgendwo, glaube ich, noch Stein gehabt. Hier, genau. Da brauchen wir mal hier noch. Ich habe kein Holz mehr? Warum habe ich kein Holz mehr? Ach so, wegen dem Winter. Habe ich noch irgendwo eine Holzfällerhütte? Hatte ich nicht irgendwo noch eine aufgenommen? Mit eingenommen, meine ich? Ich glaube nicht, ne? Das heißt, wir müssten dann auf jeden Fall... Ach so, weil Winter ist, dann müssen wir warten, bis der Winter vorbei ist. Nützt jetzt alles nichts. Das nützt jetzt alles nichts, aber das könnte das Hauptlager von ihm sein. Ich hoffe, es ist auch gleich wieder der Winter vorbei. Denn ich kann nicht noch mehr... Ja, sehr gut. Ich kann nicht noch mehr Leute... So, neues Gebiet entdeckt. Ah, hier ist doch... Ich frage mich, wo er sein Hauptgebiet hat. Ist das hier? Das könnte sein, weil hier von hier irgendwie kommen die.
Wir sind irgendwie... Das hier. Das könnte das sein. Das könnte das Stadtgebiet von ihm sein. Hier so. Hier sind ziemlich viele Rauchsäulen. Na, mal schauen. Ich baue mir nochmal ein Holzlager und ich kann das mal aufwerten. Nee, kann ich nicht. Ich brauche Holz. Ich brauche Holz. 6 Brennholz. Okay, der ist jetzt gestorben. Das heißt, wir brauchen einen neuen Speer. Aber guck mal hier. Ja, die Beziehung leidet. Die Beziehung leidet. Das ist. Wo ist denn jetzt der Speer? Hier. Der soll mal bitte hier erkunden. Hier so. Holzfällerlager. Holzfällerlager. Hanswasser. Können wir da mal hier? Jagdhütte? Ausbildung? Holzfällerhütte kostet 50. Na, das wird jetzt aber nichts hier, ne? Mit dem Gebiet einkaufen und so. Gib ruhig dein ganzes Essen aus, um die Gebiete einzukaufen. Es gibt Berichte von Erdbeben. Ich baue jetzt erstmal noch einen Holzfäller. Und zwar, wo kann ich den mal noch hinbauen? Hier. Das macht jetzt bitte... Jemand, der hier nichts zu tun hat. Ja, du siehst langweilig aus. Also nicht nur langweilig, sondern auch gelangweilt. Es ist auf die Ressourcen, haben wir jetzt gar nicht geachtet. Hier gibt es nochmal Eisenerz. Der Speer. Da schicken wir gleich mal unseren Kollegen hier hin, unsere Truppe. Die Taskforce, die Eingreiftruppe. Wo ist denn der? Baut er das jetzt? Okay. Wo ist jetzt der Speer hin? Der macht das Gebiet. Boah. Kann er tun? Hier hat er sich wieder ein Gebiet gekauft. Das müssen wir gleich mal wieder zurückholen. Weil irgendwann wird das nämlich auch teuer, die Gebiete zu kaufen. Zum Beispiel können wir das Gebiet jetzt hier, könnten wir kaufen mit 350. Mache ich auch, weil hier steht ein Silo und hier sind nochmal zwei Häuser. Fischerhütte, die bringen auf jeden Fall Nahrung. Apropos Fischerhütte, die ist in Betrieb, oder? Ja. Sag mal, die Gebiete hier, hatten wir die schon aufgedeckt gehabt? Ja, gute Frage, ne? Ich glaube, die sind gerade irgendwie noch dazugekommen. Ich kann mich nicht erinnern, dass er die gekauft hat, ne? Hier ist zwar das Sumpfgebiet und hier das Sumpfgebiet hatten wir aber nicht entdeckt. Okay, Gebiet hat er verloren. Dann gehen wir mal hier hoch.
Und dann gehen wir hier runter. So in die Richtung zu unseren, wo wir vermuten, dass der dort seine Basis hat. Du machst Holz. So, Schaf. Ach so, eine Fischerhütte. Das sah jetzt gerade komisch aus. Warte mal, dann gehst du mal noch mit in die Fischerhütte, weil wegen Nahrung und so weiter. Beim Erkunden eines anderen Gebietes verletzt. Sag mal, wo hat denn der sein? Wo hat denn der seine Hauptbasis? Hier. So, dann lasst uns mal noch 1, 2, 3 Krieger herstellen. Und die schicken wir mal noch mit hier runter. Wie gesagt, also wenn der die Gebiete mal aufkauft, dann steigt der Preis für das nächste Gebiet. Jetzt hat er sich das hier wieder einverleibt. Aber nein, mal sehen. Das ist jetzt nicht so wild. Unser Ziel ist ja sowieso hier, was gerade erforscht wird. So, alle folgen ihm. Was haben wir denn? Besiedlung. Reduziert die erforderliche Menge Nahrung zur Besiedlung eines Gebietes. Jawohl. Yep. So. Jetzt haben wir Erdbeben. Jetzt gibt es ein Erdbeben. Kümmern wir uns erstmal um die Sachen, die wir reparieren müssen hier. Quatsch, wo wir Geld herbekommen und Nahrung. So. Ja, jetzt haben wir natürlich kein Holz mehr. Den Heiler. Reparieren. Boah, das ist jetzt 20 Holz. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Okay, die Hütten hier lassen wir jetzt erstmal. Ist jetzt nicht so wild. Ja, jetzt haben wir kein Holz mehr, weil es Winter da ist, weil wir alles verbraten haben. Aber nicht so wild. Ich glaube, wir haben auch gleich gewonnen. Das sah jetzt am Anfang, sah das ja richtig kacke aus, ne? Also richtig schlecht für uns. Dadurch, dass wir dort in dem kleinen Gebiet eingekesselt gewesen sind. Und durch diesen glücklichen Zufall, dass der Gelbe das Gebiet dort verloren hat, hier so, das hier, haben wir dann die Möglichkeit gehabt, dass wir hier wieder uns erweitern konnten. Also wirklich richtig genial. Nicht einer von uns? Nee. Ja, doch. Der schickt jetzt alles hier hoch, was er hatte. Dann schicke ich alles runter, was wir haben. Wo sind sie denn? Da unten. 14 von 14. Gebietsverlust.
Und gewonnen. Jawohl. Genau nach 20 Minuten haben wir gewonnen. Und somit Ende auch der Staffel 3. Ob ich jetzt noch eine dritte Staffel mache, weiß ich nicht. Eine vierte, weiß ich nicht, weil wir haben jetzt alle gespielt. Alle, wie sagt man, alle Rassen gespielt, die es gibt. Und ja, von daher würde ich sagen, machen wir hier erstmal Schluss und wir sehen uns dann in einem anderen Gameplay und da bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut und bleibt so schön. Bis dahin, tschüss.